Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Dota-Gameplay mit Earthshaker. Ich dachte mir, bevor das TI beginnt, müssen wir noch einmal die Slugger, die Schläger-Facette von ihm ausprobieren. Ich habe den nämlich, seit es Facetten gibt, nicht mehr gespielt und ich würde gerne mit euch gemeinsam unschuldige kleine Helden über den Bildschirm werfen. Und genau das tun wir jetzt, hoffentlich zumindest. Wir stehen gegen Snapfire und gegen Morphling unten. Und das ist leider Doppel-Range, was schon mal ziemlich unangenehm ist für meine Enchant-Tot im Hits. Aber wir holen einfach aus der Laning-Stage, was wir kriegen können. Und schauen dann mal, wie es danach läuft. Tippe mal, wir verlieren die Lane. Mhm. Abgesehen davon haben die Gegner ein paar Dinge, die man jagen müsste. Zum Beispiel Sniper. Ich werde auch Aghanims in dem Spiel gehen. Wir gehen Aghanims, Daedalus, BKB, alles, was Spaß macht. Aber so mobil bin ich dann auch nicht mit Dagger und Aghar, weil mein Jump relativ langsam ist. Muss man mal schauen. Er kriegt zumindest eine BKB raus, das will ich damit sagen. Ist nicht wie so ein, weiß ich nicht, so ein Storm Spirit, der ihn direkt snipen kann. Wir haben auch noch eine Wind Ranger, die ist auch relativ mobil. Und ich denke, es wird oft halt eher passieren, dass ich vorne reinspringe irgendwo, wo ein paar Leute geklumpt sind, Echo Slam mache, bisschen Schaden mache und dann der Sniper mich hittet. Und ja, vielleicht brauche ich sogar einen Jules in dem Spiel dagegen. Mal gucken. Ich will nicht gerne Fissure skillen. Wenn ich muss, dann mache ich. Ich zeig mich mal, oder? Scheiße! Jetzt habe ich's geskillt, ey. Und für was? Für nichts. Weil er mich abgebrochen hat. Das war so knapp, ne? Aber ja, Nyx-Animation ist ein Tick schneller. Ich hätte es minimal früher machen müssen. Dann hätte er seinen aber wahrscheinlich auch minimal früher gemacht. Das war trotzdem relativ knapp, glaube ich. 0,1 Sekunde, 0,2, sowas. So, wir werden Tengos brauchen. Wir haben Witchstock. Erstmal den Bracer. Holen wir uns auch. Bisschen Zeit habe ich noch mit den Tengos. Bin gerade sehr glücklich darum, dass der Morphling bisher alleine ist. Heißt aber auch für die Top-Lane, dass es fies wird. Das in den nächsten Zeiten. Ah, okay, Nyx ist zurück. Nyx ist nicht so ein starker Support, den habe ich eher auf der Top-Lane erwartet und die Snap unten. Ist vielleicht ganz gut für uns. Oh, nein, wirklich die Neid, ja. Mein Morphling hat sehr viel Schaden, eine sehr gute Animation. Ich hole da noch schnell die XP. Und ich habe eben keinen Enchant-Totem. Ja, ist halt Level 1. Ne? Wenn er Maledikt hat, können wir ihm da gefährlich werden. Dem Nyx. Ah, und er kriegt seinen nicht. Sehr gut. Ich will mal was sluggern. Slugger, bam! Triad, ey. Kommt ein Stick, ein paar mehr Tengos. Brauche ich zwar jetzt noch nicht, aber naja. Vielleicht kriege ich ja die Blume gleich. Für Mana. Mich noch immer gesluggert bekommen. Ganz wichtig für mich. Doch, dieser Typ, Mann. Der schwitzt sich hier einen rein. Er ist tot. Doch nicht. Nice, wir können ihn noch retten. Gute Gegner. Ah, nicht mal den. Bisschen unlucky, den hätte ich. Ah, nee, ich hab noch keine Passive. Never mind. Ups. Hm.
Mann, das war ein HP. Ich hole Magic Wand anstatt Boots und eine schnelle Clarity. Ist wichtig, dass ich ihn damit manchmal treffe zumindest. Aber er hat so viel Sustain, kann man nichts gegen machen. Ich habe halt auch leider einen relativ schwach spielenden Spieler auf meiner Lane. Also nicht böse gemeint, der gibt sich Mühe, aber er harasst halt viel zu wenig dafür, dass die einen Melee-Support haben. Der könnte das machen, was er gerade macht, aber konstant. Abused es halt nicht. Und Morphling abused komplett, dass er der stärkste Laner im Spiel ist, was Last Hits angeht. Tja, ich habe es aber auch verkackt. Ich habe jetzt dreimal mich bei Enchant Totem um 10 AP verschätzt, ungefähr. Da reden wir aber nicht drüber, ja. Gibt es noch konstant hier. Also konstant bei den Gegnern. Also absolut chancenlos. Viel kann ich nicht machen. Er ist sehr, sehr gut gespielt. Er hätte ich ein paar mehr Last Hits. Vielleicht kriege ich den gesluggert. Naja. Versuchen wir den Morph zu sluggern. Ich sag das Wort einfach zu gern. Das war ganz gut vom Witchdog, muss man sagen. War gut, hat er gut die Schwäche ausgenutzt. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass er es macht. Hat mich sehr gefreut. Der ist ja auch bemüht. So ist nicht. Im Endeffekt dann doch nur der Trade gewesen, weil der Morphling es absolut perfekt gemacht hat. Und auch genau weiß, dass meine Enchant Totem-Dinger nicht gut genug für ihn sind. Obwohl das sehr viel Damage ist im Early Game. Ich bin auch froh, dass ich einen Shaker habe, ey. Mit anderen würde ich hier viel weniger sehen. Leider ist der Witchdog nicht da. Er hängt die Mitte, ist super nice, ne? Wenn er den da killt, aber für mich ist es schade. Und Lux passt auf. Der hat die Blume. Ist okay. Ist eine Opferlane, Leute. Wir kommen zurück. Wir schaffen das. Ich gehe auf Faceboots. Ich habe mir mehr Bock auf Faceboots. Threads sind auch legit. Arcboots natürlich auch. Gerade in der Spielsituation werden Arcboots wahrscheinlich ganz gut. Slugger? Ah, nicht gereicht. Ich mach mal kein Magic Wand. Ich bin eh tot. Hat nicht gereicht, um den Creep noch zu bekommen. Den anderen leider. Den Range Creep. So viel Schaden macht das auch nicht. Gerade jetzt noch nicht. Das scaled ja dann mit der Ulti. Hätte er nicht sterben dürfen. Dass wir die Lane verlieren, ist okay. Das ist einfach eine ein Performance-Unterschied. Der Nyx spielt nämlich auch gut. Und ein Heldenunterschied ein bisschen. Aber ich hätte die Wave nicht aufgeben dürfen, natürlich. Es war halt wieder ein sehr gut rausgespielter Gank. Und minimal zu greedy von mir einfach. Trotzdem, dafür, dass es wirklich so wenig Support ist hier, nicht böse gemeint, ne? Bin ich ganz zufrieden. Nice. Morph so krank, ne? Was der tankt. Aber es war richtig, richtig gut, der Kill für uns. Jetzt bin ich noch zufriedener. Wir haben auch Faceboots. Ich liebe es zu sehr, ihn zu harassen. Es ist gegen andere Helden besser, weil die andere Art von AP haben. Aber es macht Spaß, ihn zu sluggern. Schreiber fehlt, ja. Danke dir. Nyx fehlt auch übrigens. Ich warte gerade kurz, falls der Nyx da divet. Macht er aber scheinbar nicht.
Stock ist oben. Ich hätte da hochgehen können, aber... Ah, war gut, nicht hinzugehen. Puh, wäre ins Leere gelaufen tatsächlich. Es war sehr verlockend, weil ich unten nicht viel zu tun habe. Kann halt mit Enchant Totem Pips holen. Mittlerweile habe ich so Level. Nein! Ah. Geile Rotation von der Death Prophet. Back, back. CP. Slugger ihn aus, nicht wahr? Nice, good job. Gut gemacht von der Death Prophet. Da so zu TP'en. Was hätte ich das Play niemals machen können mit meinem Echo? Fast hätten wir ihn gehabt, ne? Der Typ hält alles aus. Wahrscheinlich ist es schlau, wenn ich hier für mich warde, irgendwo. Aber ich denke, jetzt ist auch so ein Zeitpunkt gekommen, wo ich gehe. Dankeschön. Tschüss. Dem Magnus geht's auch nicht besser als mir. Die Death Prophet rastet aus. 4-0 hat sie. Auch der Windranger geht's ganz gut. Es ist richtig gut, dass sie die vernichten. Weil der Morphling wird garantiert Probleme machen. Rein auch schon vom Spielerischen her ist der einfach gut. So, Clarity oder Base? Die Hest oder was das da ist, kriegt sie. Lina, okay, nun. Blume leider erst in anderthalb Minuten. Wir gehen als nächstes Dagger. Ich hole nur eine Clarity, ich will das Dagger. Ich glaube, ich werde hier bald gegankt. Das war wahrscheinlich der Moment, wo ich doch ein Ward mitnehmen sollte, aber... Sollen sie mich ganken, wenn sie Bock haben. Jetzt mache ich mehr Schaden mit dem Slugger. Ich spiele das eigentlich nur, diesen Helden. Ja, ich nehme das ja nur auf, damit ich ganz auf Slugger war. Okay, da hat er sich jetzt mal machen lassen. Der pusht hier, ist ganz gut für mich. Das macht auch Sinn für ihn. Ne? Er will ja jetzt effizient farmen, schnell farmen. Nicht die Wave halten oder sowas. Bedeutet aber auch, dass ich hier die Creep Wave holen kann mir. Vorm Tower halten kann. Und jetzt noch ein bisschen weiter am Dagger arbeiten kann. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum ich noch nicht rotiere. Ohne Dagger rotiert es sich nicht so angenehm mit Shaker. Mit hingegen sehr, sehr gut. Okay, mit. Ah, da ist er. Hab's doch gewusst. Okay, jetzt können wir pushen. Jetzt können wir Totem auf 3. Obwohl mit Dagger auch das andere gut ist. Ich hätte auch Totem vorhin schon auf 3 haben sollen und Aftershock auf 2, aber naja. Beides okay. So, Morphling, welcome back. Wenn mein Team die Mitte zerreißt, lenke ich jedoch gerne ab, solange ich nicht sterbe. Ist das okay? Leider kein Arcane Ring. Darauf habe ich ein bisschen gehofft. Ach, Safety, Tree, Broom. Broom macht schon. Ach komm, wir nehmen Broom. Der gibt auch Rüstung. Ist geil auf mir. Ich wollte gerade sagen, wenn er Vendetta hat, dann bin ich tot. Aber ist egal, ich hab Dagger. Oh Gott, Dagger, jetzt bin ich. Ah, ja. War natürlich so der Moment, wo ich gerade gehen wollte. Mhm. Aber er hat halt Vendetta. Mhm, Level 6 Nyx. I'm happy. Ich habe das ehrlich gesagt früher bekommen, als ich erwartet habe, so wie die Lane am Anfang lief. Der Witchdog macht lange schon sein Ding, was aber funktioniert. Und jetzt gehen wir da unten hin und machen Dagger-Reveal. I got Dagger, I'm back in a few seconds. Ah, jetzt macht sie gut die Prophet. Jetzt kommt noch der Ringmeister. Too easy.
Boah, Henry, sie. Upp. Nein, ich hab den Kill nicht bekommen wegen dem Attack Slow. Oh, scheiße, ich wollte was zerschmettern. Leider kein TP gerade. Fast jeder Shaker lastet Tower mit Enchant Totem, aber ich bin nicht so. Gibt das Bonus-Likes, ne? Na, ich bin ganz lieb. Der erste unten gestorben, auch noch gegen den Morphling. Das ist natürlich nicht so geil. Ich wollte kurz nach der DD fragen, aber die hat Bottle. Ich denke, es ist effizienter, hier das zu lassen. Mit dem Bild, was ich habe, mag ich sehr gerne Arcane Ring zu bekommen. Es wird Zeit für einen geilen kleinen Echo Slam. Der erste hat schon Spaß gemacht vorhin. Das Ding ist auf jeden Fall noch nicht durch, ne? Der ist Diffu gegangen, der Morph. Das wird so anstrengend für mich mit Diffu, ey. Uah, das wird für uns alle, glaube ich, anstrengend. Aber es sieht natürlich gut aus, also keine Frage. Ich muss jetzt nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ballern. Hier gehe ich gar nicht mehr auf die. Ich gehe direkt auf den Nevermind, bevor den lastet. Ich wollte auf den Sniper, aber ich habe gesehen, der ist schon raus. Grundschaden klingt sehr gut. Machen wir aber erst nach dem Aftershock-Level. Ah, ich gehe da nicht hin. Die Lust ist groß. Hm, jetzt habe ich leider Dagger Cooldown zu warten. Gehen wir Mitte. Ich hoffe, dass der Morphling auch nochmal kurz kommt, aber der wird jetzt Mitte gehen. Ringmaster ist auch so stark, ne? Der wird auf jeden Fall im nächsten noch ein bisschen genervt. Hatte ich ja schon im Gameplay ein bisschen gemerkt, aber noch nicht mal genug gemerkt. Alle außer Morph ist eine gute Idee. Die Snap ist auf jeden Fall down. Oh, noch Mutter Gleipnir. Wir kommen halt echt ran dadurch, durch die ganzen Mini-Stunts. Okay. Okay. Kann nicht mehr was machen. Auch noch. Ich meine, das Ding ist, der Morph spielt zwar gut, aber mein Team spielt halt auch gut. Na? Das merke ich jetzt halt richtig in den Kämpfen. Vom Spell-User schon alles. Focusing vor allem. Ne? Da den Morph zu ignorieren war genau exakt korrekt. Das war halt auch damit gerechnet, dass ich auf den Sniper springe. Ja, okay. Das, hätte fast geklappt. Muss frustrierend sein für den Magnus. Shaker macht halt auch einfach so viel Laune, ne? Also es war jetzt zwar nicht der Über-Echo-Slam, was Massen an Gegnern, die man trifft, angeht, aber es war der richtige. Leider. Ich würde mir natürlich wünschen, oder sagen wir mal so, es macht mehr Spaß, mehr zu treffen. Aber, naja, Sniper ist schon eins der befriedigendsten Ziele, die es so gibt im Spiel. Oh. Hey, 1 Million Last. Das kriegst du später. Keine Ahnung, was das von ihm war. Ich weiß, dass er mit dem Diffu auch auf mich gehen will. Ich bin ein sehr gutes Ziel für ihn damit. Aber formt hier eins, wenn wir so weit vorne sind. Das wäre auch schlimmer noch für ihn ausgegangen, hätte ich nicht missklickt. Ja, er hat ihn, okay. Bam!
könnte mich jetzt noch ein bisschen mit Clarities heilen und so. Ich gehe tatsächlich einmal Base. Nimmt uns zwar Momentum, aber brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Der Morph respawnt gleich sowieso wieder. Der hat den nächsten Manta. Sniper hat nur Mom. Der bleibt ein sehr gutes Ziel. Er hat auch keine Kills, der hat gar nichts. Ich genieße das. Das war eine harte Zeit. Es gab harte Spiele in den letzten Tagen. Und ich wollte halt vom TI jetzt noch gerne ein paar Gameplays zumindest machen. Nach dem TI wollte ich mir mal Deadlock angucken. Falls jemand von euch schon Deadlock gespielt hat und das hier zufällig hört. Wie findet ihr es so bisher? Also es kommt noch ein Gameplay am Sonntag auf jeden Fall. Ich sehe den Kampf da, aber ich wollte unbedingt den Creep mir gönnen. Ja, die sind alle ganz nett. Nehmen wir Dragon Scale. Viel Rüstung. Jetzt haut mich der Sniper zu Brei. Aber dadurch muss er auch stehen bleiben. Und er merkt schnell, das war keine gute Idee mit dem stehen bleiben. Slugger! Nein! Der war schon ganz nice, der Echo Slam. Da kam es zum perfekten Timing. Er ist ein totaler Stomp. Dafür ist die Landing Stage so schwierig war für mich. Aber mein Team hat die anderen Lanes zerrissen und dann haben wir uns gut noch angeschlossen. Und ich glaube, der Witchdog hat am Anfang auch einfach mal den Sniper gekillt. In der Mitte. Was halt übelst krass war und übelst gut war. Ah! Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Warum? Ich versuche doch schon alles. Ich mache doch schon alles, dass noch ein bisschen geht. Leute. Verzeiht mir, ich kann doch nichts dafür. Ihr seht doch, mein Team, sie sind zu krass. Kommt schon, jetzt greift doch. Okay. Sie werden mich nicht mehr killen. Alles klar. Ich smog die mal hier. Können wir ein bisschen lauern. Die Gegner ist die Waves Farm. Sniper ist at the Creep Camp. Hallo. Oh Mann, ey, wie der Witchdog erstmal noch woanders hingegangen ist. Ich hab's genau gesehen. Muss ich nochmal pingen, welches Creep Camp gemeint ist. Der blinde Aghanims-Hüpfer, der Verderbnis, kam ein Höllenmonster auf den Sniper zu. Ja, also es ist jetzt leider BKB, glaube ich. Wenn ich direkt Daedalus cooler fände, aber ohne die BKB macht das Bild keinen Sinn. So, sie haben sich noch den Magnus gegönnt. Ich war so ein Knauser, ne? Ich kaufe immer nur einen TP, dann habe ich keins. Seht ihr, was ich sehe? Ich habe einen geilen kleinen Echo Slam. Da Magnus nicht lebt, brauche ich da keine Angst haben. Ohne du Rush, guys. So, hat er den getroffen, hätte ich noch Dagger Fischer versucht. Oh Gott, der ist gestorben, nicht im Dings. The enemy's middle tower has fallen. Ich bin der Langweilige, der jetzt Rush vorschlägt. So ist das Leben. Hui. Nein! Der Sniper. Richtig reingebaitet haben wir so. Ach komm. Ah!
Oh, ich wollte beide treffen. Aber ich hab's ja noch. Moinsen. Es ist der Überstomp. Es ist einfach so ein kranker Stomp, Mann. Ach, scheiße, aber es hat so Spaß gemacht. Ich glaube trotzdem hoch, weil wir einfach die Überschellen verteilt haben. Das heißt wahrscheinlich was super Liebes für die Gegner. Ah, der hat Bock richtig zu beenden, aber... Dieser Last Pick Death Prophet war echt nice. Dragonscale geht auch auf Tower. Haha! Ich hab's gewusst, ey. Ey, dieses Game, Mann. Es ist zu geil. Manche Storms sind zu geil. Ey! Ich wollte nochmal bouncen, nochmal boxen. Die Verwendung der BKW war auf jeden Fall Klatsch in dieser Sequenz. Ja. Noch ist nicht vorbei, noch kann ich Spaß haben. Fällt mir gerade auf. Geh jetzt da oben hin. 1300. Nee, reicht nicht. Schade. Das spielt echt gut. Na gut. Oh, ich habe kein Mana für BKW. Wegen Diffu. Wir wollen spannend machen, wir wollen spannend machen. Ich dachte, ich warte noch mit der BKW, baite so ein bisschen. Hab ehrlich gesagt nicht dran gedacht, dass die Mana kostet. War das schon immer so? Vielleicht. Nicht ganz sicher. Ich war gerade gedrückt, wo sie auf Mana ging. Bam. Ja, zurückgeschlagen. Wir können noch mal kämpfen. Das ist ja mein Ziel hier. Am Ende verliere ich das Spiel noch. Oh Gott. Und ihr reibt euch schon die Hände. Weil ihr seht, das geht noch 30 Minuten. Nein, das halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Der kann da ruhig seine Plays machen. Wir werden das gewinnen, denke ich. Was kaufe ich mir? Ja, das ist ja ganz klar. Den habe ich auch gerade vermisst, den Crit. Sonst hätte ich ihn damit ein bisschen Glück getötet am Anfang. Ah, er hat recht viel Rüstung, ne? Deshalb mache ich ihm nicht so viel Schaden. Dem Morphling. Wenn mein Magic Damage durch ist, ist nicht mehr so viel danach. So. Das muss doch jetzt genug Geldspritze gewesen sein. Kommt schon. Ich glaube an die Gegner noch. Also nicht, dass sie es gewinnen. Aber das ist nochmal so ein bisschen spannender mal. Ja, ich denke, wir gehen Rush. Die Windranger ist ja schon hintippiert. Dandelion? Nee. Paladin Sword ist es doch. Oder wir gehen auch nicht Rush. Ja, so Bock Rush zu machen, damit ich richtig reinspringen kann. Das Aegis klauen und so, wisst ihr? Mal kurz Vision. Der Split Push da. Guys, let's just kill Roche and then end the game. Ah, so, Roche ist oben. Ups. Warum dachte ich, der ist unten? Okay, wir haben den Lux. Doch nicht. I mean, if we lose a fight now, it takes 10 minutes more. Okay. Wir gewinnen es wahrscheinlich eh, ne? Aber... Das Problem ist, der Magnus kann die skewern. Unter Pien und so. Ich muss schnell mit der Fischer sein. Das
So, Exo ist gleich ausgelaufen, aber ein bisschen haben wir noch. Aufs Split pushen. Haben sich ganz schön outplayen lassen. Also der Morph spielt gut, aber das sage ich schon oft jetzt hier, sein Team hat sich outplayen lassen. Easy bait. Warum hat das so Spaß gemacht, obwohl wir so deutlich gewinnen? Oft habe ich halt so Storms in die eine oder andere Richtung und dann denke ich mir, ach, das ist keine Aufnahme. Warum hat das jetzt so Spaß gemacht? Weil halt viele gute Sachen dabei waren. Auch so von den Gegnern, ne? Also vom Morph. Weil es irgendwie cool war, ich weiß noch nicht. Denkt er sich. Und die nächste gute Aktion. Tux hat neulich gemeint, ich bin langsamer geworden. Tux, falls du das hier siehst. Hm, du Arsch. Was sagst du dazu? Wahrscheinlich immer noch das Gleiche. Okay. Ah, ich geultet der Sniper, aber nicht mit mir. Okay. Prophet ist halt tot. Weibel. Uiuiuiui. Ich finde das voll geil, dass die Gegner verteidigen und nicht irgendwie alle Base stehen oder sowas. Das gefällt mir richtig. Und auch zumindest im All-Chat nicht flamen. Ja, auch echt fett Items, die Kollegin. Ich habe gleich Daedalus. Hm. Ist auch so, so schmackhaft einfach. Kriege ich wirklich noch einen Daedalus in dem Spiel? Fürs Thumbnail? Schnell ins Thumbnail noch das Daedalus machen. Ich habe von den großen YouTubern gelernt. Auch wenn wir es nur einmal benutzen. Ich will nur einen Daedalus-Crit, will ich. Schaffen wir bestimmt nicht. Daedalus kriegen vielleicht noch. Ist ja schon unterwegs. Aber wer weiß, ey. Kriege ich noch so einen dicken Daedalus-Crit? Ein Crystallis gekauft. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, er kauft was anderes. Vielleicht eine BKB oder sowas. Aber gut, sehr viel Value für kleines Geld. Crystallis gibt viel Schaden. Und er braucht ja auch Damage. Weil, seien wir ehrlich, sein Sniper. Hm. Da war der Crit. Ab ins Thumbnail. Oh, ich bin gerade richtig glücklich, dass ich noch einen Daedalus zusammenbekommen habe. Ne, es war knapp, ich hätte fast gedaggert. Kein Crit! Kein Crit! Ich bin so traurig! Ich meine, ich hatte eine 25%ige Chance, ihn zu critten. 30 sogar. Der Jump war einfach zu geil. Mit der BKB habe ich ihren Jump gedodged und dann bin ich auf den Sniper rauf. Es war einfach zu geil. Ich hätte drin stehen bleiben sollen für noch einen Hit vielleicht, aber naja. Er kam dann trotzdem dazu, mich durchgängig zu schlagen, der Sniper. Ich bin auch sehr hart rein. Wie es auch noch geklappt hat, ne? Das ist das Geilste daran. Oh Gott, 8000 Leute AP. Also Kampf ist verloren. Wie es so fast geklappt hat zumindest, ja. Fast. Ich dachte die 30%. Okay, wenn ich in der Kritte ist der Kampf gewonnen. Oh, Witch Doctor des Todes. Alles tot, außer Morph. Oh, er jukt den Morphling. Er jukt den. Aber er wird ihn nicht töten. Das heißt, das ist nochmal verteidigt. Der Morph kann das halten. Snap kommt jetzt auch zurück. Der Witchdog muss wahrscheinlich sogar aufpassen. Aber der Morph muss sich auch um Mega-Creeps kümmern. Oh, die Snap geht ihm hinterher. Sprachlos. Vielleicht noch der Daedalus-Crit. Ich werde alles dran setzen. Oh, jetzt. Deshalb haben wir den Crit nicht bekommen. Schaden mit Enchant Totem hat noch gefehlt auf Level 20. Das war's. Ich bin so dumm. Deshalb kam er noch nicht, der Crit. Ich werde wieder so spielen gleich. Wir investieren alles da rein, irgendwas zu critten. DD? Ah, falsche. Ah. Illu. Lame. Ah, ich muss ein paar Mal hitten, ohne zu critten, damit die Chance höher ist.
Okay, es war immerhin einmal kein Crit. Das reicht mir schon. Ja, oder? Nicht ganz sicher, war es ein Crit? Nein! Oh, es wäre so schön. War es ein Crit? War es ein Crit? Ich pack's trotzdem aufs Thumbnail. Der Kampf war wieder so geil von uns. Wie wir den reingebaitet haben, den Nyx. Au, au. Gutes Aim da bewiesen, die Snap. Das war meine Chance eigentlich mit der Snap, ne, normal zu critten. Egal, dafür lasse ich die Fountain. Das war's. Hat dann doch noch 35 Minuten gedauert, weil ich vielleicht ein bisschen getrollt habe. Und wir haben schon geowned. In der Stage nicht, aber danach. Kämpfe waren eigentlich alle sehr, sehr nice. Richtig Bock gemacht. Und so gewinnen wir. Und wir haben richtig, richtig viele Schellen verteilt. Darauf hatte ich heute so Lust. Ich wollte einfach Leute mit Enchant Totem durch die Gegend schleudern. Und genau das ist gelungen. Levelaufstieg, Dankeschön. Und das war ein 5er-Stack gegen den 4er-Stack und mich. Ich war auch noch allein, das sind eigentlich immer die undankbarsten Situationen, weil alle haben eine gute Harmonie, keiner redet, ne? Aber alle machen bestimmte Calls und sowas. Deshalb commende ich die tatsächlich auch nicht, weil ich habe keinen Bock auf Stacks. Und wir machen es so, ich commende die Supporter und meide aber die, damit der Stack mich so nicht trifft. Ist ein bisschen gemein, weil die alle ziemlich gut gespielt haben. Es war ein gutes Team. Jetzt weiß ich auch, warum die so gute, harmonische Teamfights hatten und so eine gute Synergie dahingehend. Ja, man sieht es hier, ne, in der Laning Stage. Es ging sogar noch. Ich hatte nach 10 Minuten fast genauso viel wie der Morphling. Ich dachte, ich hätte viel weniger. Ah, hier. Hier hatte ich deutlich weniger. So 500, 600 weniger. Dann sind wir gleichgezogen, mehr oder weniger. Und dann ging es immer weiter nach oben. Aber der hat sich gut im Spiel gehalten. Also, er hatte ja hier auch nochmal so eine Phase. Ich glaube, es war nicht mal mit Midas Abuse. Beim Morph. Hat keine Midas. Starkes Spiel. Von uns. Von niemandem sonst. War sehr, sehr geil. 31.234. Wir haben 100 Schaden weniger gemacht als die Death Prophet. Knapp 100. Also wir haben dieses Duell ganz, ganz knapp verloren. Um Top 1, um Platz 1 im meisten Schaden im Spiel. Auch Last Hits habe ich ganz knapp verloren gegen die Windranger. GBM habe ich auch ganz knapp verloren gegen die WR. Auch XBM habe ich ganz knapp verloren. Und nur um 3. Ich habe nichts, wo ich am besten bin. Scheiße. Erlittener Schaden? Nein! 100! Das kann doch nicht sein, ey. Wie kann das überall so knapp sein? Oh, hätten wir deshalb, bin ich nicht MVP geworden? Verdammte Axt. Bis zum nächsten Mal. Ein Gameplay kommt noch vorm TI. Haut rein.